Rassismus. Das ist die Haltung des FC Bayern München mit dieser eigenen Initiative. Wir haben ja mit unserer Initiative Rot gegen Rassismus, die wir vor 4 Jahren gestartet haben, eine Menge ins Leben gerufen für Respekt, Toleranz, für das Miteinander in der Gesellschaft und natürlich auch für die Integration. Für uns ist es wichtig, als FC Bayern, aber als auch FC Bayern Frauen, eben diese Vielfalt, die Diversität eben auch zu leben und das nicht nur heute und in den nächsten Wochen, sondern wir wollen als Vorbilder gelten und eben diese Werte auch jeden Tag leben. Und in diesem Jahr haben wir das Motto, eine gemeinsame Stimme für Vielfalt, das wir zusammen mit Buntkick gut machen, mit denen wir schon viele Aktivitäten zusammen gemacht haben. Und unter anderem wird es heute bei dem Verlesen der Mannschaftsaufstellung eben diese Aktion geben. Die haben ja was gezeigt, was wir eigentlich wahrscheinlich in 25 Jahren Buntkick gut gelernt haben. Haben hier natürlich gelernt, stark zu sein, öffentlich aufzutreten, Lust zu haben aufs Leben, aufs Nächste. Ne? Und das ist das, was jetzt halt eben hier zum Ausdruck kommt. Das ist toll, dass es so eine Gelegenheit gibt. Heute ist natürlich dann die besondere Aktion, die auch natürlich durch den ganzen Apparat von Bayern München getragen wird und uns dann eben auch hier zu einer ganz hervorragenden Doppelplatz bringt. Buntkick gut und Bayern München ist da natürlich auf einer einzigen Linie. Die Aktion finde ich super, also dass Bayern auch das Ganze unterstützt und dass wir auch hier sein können, das finde ich sehr toll. Bitte Nummer 4, ich bin sehr stolz, hier sein zu dürfen, auch mit so tollen Leuten, generell mit Buntkick gut hier am Start zu sein, ist schon sehr, sehr besonders. Unsere Nummer 19, Alfons! Rassismus ist nicht schön und wenn man ein richtiges Zeichen setzt dafür, dann bin ich immer gerne dabei. Die Nummer 1, unser Kapitän! Manuel! Ich konnte einfach diesen Namen mit extrem viel Stolz, mit extrem viel Leidenschaft sagen. Und für mich ist Neuer ein Vorbild. Sein Namen vor fast 70.000 Zuschauern zu sagen, war einfach besonders. Nummer 25, Thomas! Jamal! Ich denke, es ist eine sehr wichtige Initiative auch vom FC Bayern, zu sagen, okay, wir stehen auf, wir wollen was tun. Vor allem in der heutigen Zeit finde ich das ganz, ganz wichtig. Vor allem auch mit den Kindern und mit den Jugendlichen, da nochmal ein Statement rauszuschicken.